Wie man einen Golf 3 Kotflügel wechseln kann. So, die zwei Dinger hier. Schraube da. Hier hinten. Dort. Da. Ja, da befindet sich eine Schraube. Dann müsst ihr diese Schraube da lösen. Die Schraube dran zu kommen. Da. Da ist der Kotflügel gesteckt, dafür muss nicht zwingend, da fordert die ganze Stoßstange runter. Es sitzt hier vorne noch eine Schraube, die habe ich ganz vergessen. Und ihr müsst definitiv dann den kompletten Spaltmaß hier, ne, muss dann eingestellt werden, dass wenn ihr die Tür auf dann macht. Also ist auch langsam kalt, ist ja nach minus 2 Grad hier. Ich wollte jetzt erstmal nur den Kotflügel dran machen und einstanden ist.